Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und in Hamburg im Prototypmuseum. Dort hat Sir James Dyson höchstpersönlich seinen neuen Dyson Air Multiplier vorgestellt, den ersten Ventilator ohne Rotorblätter. Hier haben wir das gute Stück auch schon, den Dyson Air Multiplier. Hier steht es nochmal. Durch diese kleine Öffnung kommt die Luft dann. Wie ihr sehen könnt, hat dieser Ventilator keine Rotorblätter, ist also absolut sicher. Realisiert wird das Ganze durch einen bürstenlosen Motor, der hier unten die Luft ansaugt und oben über den Ventilator wieder ausgibt. Hier unten haben wir den Einschalter, dann noch einen Regler für die Stärke und dann noch hier den Rotierknopf. Wenn ihr den betätigt, dann rotiert der Air Multiplier wie jeder normale Ventilator. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ist es wirklich ein schön designtes und stylisches Gerät, das man auch gerne mal im Wohnzimmer stehen hat. Natürlich lässt sich der Air Multiplier auch neigen, dazu einfach vorne oder hinten leicht andrücken und schon könnt ihr den Luftstrom in die gewünschte Richtung leiten.